machen wir eine Kombination für den Trapezmuskel. Das Problem beim Trapezmuskel ist, dass der relativ starke, intensive Reize braucht und auch viel Gewicht. Ich hasse das ein bisschen, deshalb versuche ich durch Kombinationen den Muskel zu reizen. Häufig wird auch der Muskel sehr schnell hart und steif, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich zeige euch mal zwei Geschichten dafür, wie ihr es machen könnt. Ihr müsst natürlich bedenken, umso stärker der Trapezmuskel wird, umso schmaler seht ihr eigentlich aus. Das heißt, wenn ihr hier so einen riesen Apparat habt und nicht gerade so eine Schulterbreite habt, dann schmälert das eher das optische Aussehen. Deshalb, also man muss immer schauen, wie weit geht man dann mit der Entwicklung. Ich führe die Übungen aus an einer speziellen Maschine von Life Fitness. Ihr könnt das natürlich auch genauso gut mit der Langhandel machen oder mit Kurzhandel machen. Und jetzt gleich hinterher macht ihr eine Zugübung. Das heißt, ihr holt noch mal das Letzte raus, indem ihr ruhig auch mit ein bisschen Schwung die Arme hochreißt. Bei dem Schulterheben kommt es übrigens darauf an, dass ihr wirklich schön runtergeht, so tief ihr kommt, den schön dehnt, den Trapez, und auch richtig hochgehen. Also nicht nur so halb, so ein bisschen, sondern schön tief runter. Mit zu viel Gewicht ist das meist nicht möglich, die volle Bewegung auszuführen, ähnlich wie bei den Waden. Der Weg ist halt kurz, der Kontraktionsweg des Muskels ist halt kurz. Nicht wie beim Bizeps, lang und kurz, sondern beim Trapez ist der Weg recht kurz, das hat man schauen, wie er wirklich in die Dehnung geht und wieder ganz hoch geht. Und danach zieht ihr dann richtig nochmal ruhig mit Schwung zu 8 bis 10 Wiederholungen hinterher. Ich würde ruhig mal mit vielleicht nur 2 Sätzen anfangen, für fortgeschrittene 4 Sätze, also sind immer Kombinationen, ruhig hohe Wiederholungszahlen, wie es euch so liegt. Ihr könnt natürlich auch, wenn es vertragt, etwas mehr Gewicht nehmen. Aber wie gesagt, die Tendenz, dass der Muskel sich verhärtet, ist häufig gegeben. Ein bisschen vorsichtig sein. Durch das Dehnen verhindert ihr das etwas. Also lang runter, lang hoch. Dadurch verhindert ihr diese Verhärtung und Verspannung in diesem Bereich. Bis bald, euer Wolfgang.